Startups sind überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren ein großer Wandel in der Energieübertragung und Nutzung vollziehen wird und sehen, dass es sich wandeln wird von einer reinen Wechselstromtopologie hin zu mehr Gleichstrom, weil die Effizienzgewinne sehr groß sein werden und das natürlich aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht sehr interessant ist. Getrieben wird das Ganze durch technische Randbedingungen. Dass wir heute auf eine Wechselstromtopologie gucken, liegt schlicht daran, dass die Übertragung von Strom über große Distanzen mit Wechselstrom besser möglich ist, weil es einfach Transformatoren gibt, die mit Wechselstrom arbeiten und es möglich haben, die Spannungsstärke im Netz zu erhöhen. Durch die Entwicklung der Leistungselektronik ist es heute aber möglich, kostengünstig Gleichstrom in der Spannungshöhe zu verändern und damit auch über große Distanzen Gleichstrom zu übertragen. Deswegen haben wir die sogenannten HGÜs, Hochspannung-Gleichstromübertragungsnetze. Wir haben die Trasse, die Diskussion in Deutschland, inwieweit wir solche Trassen brauchen, um einerseits Gleichstrom, der über erneuerbare Energien erzeugt wird, zu transportieren. Und wir haben auch das Thema, wie wir nachher auf der Verbraucherseite Wandlungsprozesse verändern.